jetzt einfach. Jetzt. So, wir haben gerade ein Level von links im Bild zugeschickt bekommen. Das werde ich jetzt spielen. Peace with Jumps. Das ist deins. Oh, Peace with Jumps. What? 2020. Also bei einer Abschussrate von 0,95% erwarte ich jetzt nicht zu viel von mir. Danke, Links im Bild. Danke, ich darf jetzt das Level machen. Okay. Vielleicht hätten wir uns Bier holen sollen. Ja, warte, ich habe noch einen Schluck Bier. Vielleicht hole ich es zwischendurch, wenn ich denke. Wenn ich es mir nicht mehr angucken kann. Also jetzt. Ja. Das viel Spaß, Jungs, war wahrscheinlich ironisch gemeint. Peace with Jump Madness. Okay. Oh Gott. Kann schon schief laufen. Okay, what the fuck? Das fängt gut an. Level ist nicht allzu schwer, hat auch zwei Checkpoints. Das sagt der mir und ich guck auf das hier. Okay. Aber das ist schon mal clever mit den P-Switches gemacht. Das ist cool. Aber wie komme ich so? Ich denke, du musst nach links, wo der Pfeil hin geht. Ja, ja, klar, aber komme ich so. Ja, ich komme so. Du musst springen. Ja, danke, danke. Jump, man. Okay, warte. Ich muss drauf und. Ich hasse mich. Ich hasse. Ach ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Okay. Das, Alter. Das ist echt mies. Das ist mies. Wir können es auch zwischenzeitlich abwechseln. Na, das ist jetzt mein Level. Gut. Wow. Okay. Oh, deswegen der zweite. Jetzt ergibt das Sinn. Ja! Okay, das du ist, wenn ich jetzt sterbe, ist der ganze Sieg vorbei. Ich kann das von dir muss auch nicht. Da runter. Ja. Ach du Scheiße, die Plattform geht der runter. Der fällt runter und. Du! Nein! Ich hab den Schwung verloren! Okay, achso, das war die Nachricht. Ja, das war das, was ich gerade noch gelesen habe. Ich sollte vielleicht mal das Mikrofon da wegnehmen. Ich kann das von hier aus sowieso nicht lesen, ich hab schlechte Augen. Okay. Das glaube ich dir sofort. Oh. Ich hoffe, du hast jetzt Spaß daran, mir zuzugucken, wie ich hier verkacken bin. Aber das, nein! Ich wollte gerade sagen, dass das schon drauf war. Also, ich hätte das ja sofort geschafft. First try. Okay, soweit so gut. Ah. Heißt auf YouTube auch, ja, wir heißen auf YouTube auch Core 4 Games. Wenn ja. Du magst, guck mal rein und abonnier uns, wenn du Bock hast. Kannst du erstmal gucken, was wir so für Videos haben. Wir haben eigentlich alles, ich habe den Switch verpasst, alles mögliche an Let's Plays. Und ich glaube zu 99% immer zu zweit. Ja, außer ein paar Ausnahmeprojekte. Okay. Okay, sehr gut. Okay. Okay. Nein, ich hätte mehr Schwung haben müssen. Ja. Ja, macht Laune. Ja, Tim macht das Laune, weil er nicht spielen muss. Dir ist schon klar, dass wir jetzt so lange spielen müssen, bis wir dieses Level geschafft haben. Ja, dann war's das wohl mit Dragon Quest heute. Ja, das war's dann mit Dragon Quest Builders. Tut mir leid, Leute. Wir müssen dieses Level schaffen. Okay. Gut. Nein! Ist bestimmt hier so ein Sadist, weißt du, der es gebaut hat. Der geht bestimmt überall auf die Streams und sagt den Leuten, sie sollen das Level spielen, nur um sie leiden zu sehen. Gut! Ich will wenigstens zum ersten Checkpoint, dann darfst du weitermachen. Mhm. Okay. Okay. Ich schon erwähnt, dass ich Celeste durchgespielt habe. Celeste ist ein Scheißdreck dagegen. Ich bin kein Sadist. Das sehe ich ein bisschen anders bis jetzt. Monsieur. Okay.
Okay, sehr gut. Nein! Ich bin gegen die Decke gekommen. Hättest du nicht da einen Checkpoint hinmachen können? Vielleicht alle 5 Sekunden? Ja. Ich finde das schon bis zu dem Punkt herausfordernd. Ich hätte gerne eine kleine Steinebene hinter den roten Stein mit einem Checkpoint-Fähnchen. Oder vielleicht das Ende? Vielleicht das Ende? Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der beste Spieler, ne? Also. Aber das hier ist halt. Nein! Da war bestimmt der Checkpoint. Ja, da war bestimmt der Checkpoint. Dankeschön. Scheiße. Man, die Wiese ist ja bei solchen Spielen immer einfach ganz ruhig. Einfach ganz ruhig, sagte er und nahm einen Schluck von seinem Bier. Dann ist es leer. Ach, ja. Hol mal ein neues. Ich hol neues. Ich brauch Bier. Aber dann müsst ihr den Rest ohne. Ja, ja. Okay, so weit, so gut. Tim ist weg, gib mir mal ein paar Tipps. Gibt's hier eine Abkürzung? Nein, schon wieder der Witz! Okay. Ist dahinter ein Checkpoint? Achso, ich rede immer in den Monitor, weil ich da den Chat lese. Die Webcam ist aber da oben. Also wenn ich nach rechts gucke, rede ich eigentlich mit dir. Okay. Ich hab's einmal durch. Willst du probieren? Keine Abkürzung vorhanden. Verdammt, ich hab gedacht, der kann mir Tipps geben, wenn du weg bist, aber... Nein. Nee, ohne Checkpoint. CP. Ach, okay. Ja, Marmond. Ja. Ich wollte gerade sagen, Koop wäre das jetzt recht schwierig, glaube ich. Da müssen wir sehr gleichzeitig sprechen. Ja, haben wir doch bei Cuphead gemerkt, dass wir da drin sehr gut sind. Ich war gerade nochmal am letzten Power. Ah. Aber da fehlt mir mal der Schwung, um den letzten zu erreichen. Das heißt, wenn du am Anfang schon verkackt hast. Ach. Ich will auch mal. Okay, eine Pause. Komm. Oh, ich gebe mal ab an Tim. Wie lange streamen wir heute? Wahrscheinlich sehr lange. Wir haben jetzt länger nicht gestreamt und heute endlich mal beide Zeit gefunden. Und deswegen haben wir so ein Open End. Und sonst, wir haben vorhin Cuphead gespielt. Ich sollte in die Webcam gucken, nicht mal auf den Monitor. Cuphead gespielt. So schlecht war ich bis jetzt noch nicht. Und jetzt machen wir ein bisschen Mario Maker 2 und nachher wollten wir wahrscheinlich noch ein bisschen Dragon Quest Builders dann im Koop spielen. Ich muss erst das Gefühl für das Level bekommen. Also, ich habe schon viel geschafft, aber ich bin noch nicht am Anfang runtergefallen. Den Sprung habe ich. Ach, komm. Das ist gar nicht so einfach, ne? Ey, aber bei der... Gewinnrate von 0,95%. Ja, eigentlich müssten wir es dann schaffen, weil dann... Dann heben wir die Quote um 0,95% nochmal an. Ja. Ich habe gerade gar nicht geguckt, wie viele das Level bis jetzt geschafft haben. Das war eine zweistellige Zahl. Ja gut, das kann sich eigentlich in den Abgrund werfen. Ich will es nochmal üben. Nicht schlecht. Ja, wir nehmen das auch gleichzeitig, was wir hier streamen, auf für den YouTube-Kanal. Aber ich habe beide benutzt. So. Ist das eigentlich jetzt, fühlt sich das für dich gut an, zu sehen, wie wir dran verzweifeln, oder ist das eher, also du willst eigentlich, dass wir es schaffen? Nein! Also, so scheiße war ich anscheinend doch nicht. Ich will dieses Level schaffen. Ha ha ha.
Also ich meine, auch wenn du den Knopf getroffen hättest, das hätte es jetzt nichts mehr gebracht, aber... Irgendwann schon. Irgendwann schon. Will schon, dass ihr das schafft, aber vorher ein bisschen Rage ist schon ganz in Ordnung. Ich sag doch, Sadist! Los, Tim. Ist doch gar nicht so schwer, jetzt mach das mal. Der Knopf hat... Der Knopf! Der Controller ist schuld. Den kann ich jetzt. Ich muss leider zugeben, ich gönne ihm das auch gar nicht, dass er es schafft. Nee. Aber ich bin jetzt noch nicht mal bis zur einen Seite gekommen. Das habe ich jetzt, ich weiß nicht, viermal, glaube ich, geschafft, aber oder fünfmal, aber nur zweimal bis zum letzten P. Mhm. Und den habe ich nie erreicht, da bin ich immer vorher an einem Stachel verreckt. Also den habe ich jetzt. Den finde ich jetzt auch okay. Ja. Warum? Ja, ich weiß, ich kann es nicht mehr schaffen. Ich hätte dafür echt Respekt, weil die Levels sind gar nicht so einfach zu bauen. Ah, da fehlt der letzte Sprung rum. Ja, ich traue mich nicht, weil ich nach rechts drehe und dadurch wird mein Sprung zu kurz. Ich frage mich, wie ich es schaffe, einfach beide zu deaktivieren. Also du schaffst das ganz gut, würde ich sagen. Ja? Hier bleibe ich. Ja, anscheinend. Ich bin echt schlechter. Willst du einen Controller fliegen sehen? Das ist aber nicht meins. Okay. So, zwei Versuche hast du noch, dann tausch mal. Okay. Stream konnte nicht gestartet werden. Ist der Stream jetzt weg? Der Stream ist weg. War der Stream gerade kurz weg? Ich hoffe, du bist noch da. Ist die Aufnahme noch okay? Laufen? Stream ist da, Aufnahme läuft noch. Irgendwie gerade futsch gewesen. Na. Einmal noch. Einmal will ich noch. Ich bin mal gespannt, was das andere Level ist. Okay, einmal noch, das zählt nicht. Ich hoffe, du bist noch da. Der Stream ist gerade abgekackt. Das zählt auch nicht. Also es zählt erst, wenn ich einmal da oben an der Ecke bin. Hast du es bis jetzt einmal komplett geschafft? Nein. Ich komme nicht an den. Ja, jetzt kommt rüber. Jetzt habe ich es geschafft. Oder ich bin nicht zu früh abgesprungen. Sehr schön. Moin. Marcelilan, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Machen wir nach dem Level von links im Bild. Ja, also das kann ein bisschen dauern, weil links im Bild ein Sadist ist. Ja. Ah, verdammt. Okay. Aber ziehen wir auf jeden Fall vor. Wir haben noch zwei Level. Genau, zwei Level nach dem Level von links im Bild. Ja. Falls wir es jemals schaffen, kommt dein Level. Es könnte sein, dass ich gleich anfange zu weinen. Bitte mit Fötusstellung in der Ecke. Ob man links vielleicht ist das Ziel. Das finde ich cool. Ach so. Nein. Wie gesagt, sowas hat Stil. Sehr gut. Hoch. Ah! Ah! Schaffen wir schon. Ja. Irgendwie. Bisschen, also das habe ich jetzt schon ein bisschen raus. Aber das hier, das ist halt echt. Das ist echt fieslich! Ja, auch, weil das so schnell runtergeht. Ja, ja. Und du brauchst halt einen gewissen Anlauf, damit du weiterkommst. Also vor allem die ersten drei gehen ja noch. Der letzte, der ist der halt immer fehlt. Ah! Man muss auch dazu sagen, dass wir jetzt auch eigentlich das also für uns weg. Man muss ja wirklich sagen, dafür, dass wir jetzt schon 5-6 Bier getrunken haben. Das stimmt. Ist das. Haben wir uns in Cuphead nicht schlecht geschlagen und hier nicht schlecht geschlagen? Okay. Du besser als ich? Nein, da darf man wirklich nicht. Da darfst du keinen Stockerer drin haben. Okay, nach Checkpoint 1 ist ein bisschen einfacher, wenn ich erstmal Checkpoint 1 erreiche. Was heißt denn einfacher? Nur
Ich trau ihm nicht. Ich trau nicht. Was ist denn für den einfach? Sadisten kann man nicht trauen. Das ist nur, das ist die Karotte vor der Nase, weißt du? Sobald wir da sind... Da wird's einfach. Ah, scheiße. Das ist... Ich glaube, 38 haben es geschafft und ich will jetzt der 39. sein. Das wirst du nicht, weil... Ach, verdammte Kacke. Weil ich der 39. sein werde. Schön, hoch, hab's geschafft. Ich glaube, da darf man wirklich keine falsche Scham haben, weil ich neige auch dazu, immer nach links mich zu bewegen. Oh, das war... Ich hab Y nicht losgelassen. Jetzt die Frage. Nicht einfach, sondern einfach her. Als der Anfang, ja. Okay, jetzt die Frage, wie oft hast du das schon geschafft? Also 38 Mal mit verschiedenen Nintendo-Profilen. Ich meine, du wirst das Level ja öfter getestet haben, immerhin hast du es gebaut, aber... Einmal musst du es mindestens. Nein, ich Idiot! Das war aber gut. Ich Idiot. Das war aber gut. Ich war übrigens dieses Jahr auf der Gamescom einmal. Echt? Ja. Und warst du voll, wie ich es mir gedacht habe? Schlimmer. Also wir waren ja 2016. Ja, genau. Da rege ich mich immer noch über den Rollstuhlfahrer auf, der einfach bei unserer 4 Stunden Warteschlange Dark Souls mal eben so, oh, ich sehe, für Rollstuhlfahrer gibt es da nichts. Oh nein, kommen Sie vor, ich drehe Ihnen auch den Monitor um. Ich denke, Timmy, schlag dir die Beine krüppelig, damit du nächstes Jahr im Rollstuhl sitzt und ich schneller rankomme. Nein! Schon einige Male gespielt, okay. Okay. Nee, es gab auch nichts, was mich interessiert hat dieses Jahr auf der Games. Also doch Final Fantasy 7 halt. Aber du musst überlegen, Final Fantasy 14 hat einen riesen Stand gehabt und dann gab es PCs, wo du dir die Basic-Version gratis holen konntest. Toll. Ja. Und wie viele Leute dafür angestanden haben, also teilweise 3 Stunden, um Final Fantasy 14 zu spielen, Shadowbringer. Also, ja gut, aber also das Add-on... Aber ich meine, das Grundspiel kannst du eh bis Level 30 machen. Nee, aber du kannst, was ist, war raus? Nee, also, ich glaube, du hast halt einen bestimmten Raid gemacht. Ich glaube, tatsächlich hast du wahrscheinlich als Goodie irgendwie ein Reittier bekommen. Okay, das ist dann ganz cool. Ja, aber. Nein! Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, mich irgendwo 3 Stunden anzustellen. Nee, also. Die einzigen Spiele, die mich interessiert haben, waren Mountain Blade Bannerlords. Ich schreibe gerade, hoffentlich kommt bald ein neuer Mario Kart-Teil für die Switch. Ja, ein ganz neuer, ne? 8 ist ja gekommen, aber 8 war ja so gesehen derselbe, der auch für die Wii U da war. Hey, aber wir bekommen doch eine. Wir bekommen eine Mobile-Version heute September. Braucht jemand eine Mobile-Version von diesen Spielen? Das ist wie eine Mobile-Version von Diablo. Ich habe Dr. Keine... Mario auf dem Handy. Das Einzige, was ich verstehen kann als Mobile-Version. Komm schon! Nein, das war näher dran! Mhm. Das Einzige, was ich verstehen kann als Mobile-Version, ist, wenn man sich die alten Super Nintendo-Titel als Emulator holt. Ja, oder gut. Ich meine, das kannst du auch auf dem PC oder sonst wo, das aber... kannst du... Also, ich glaube, da gibt es nicht so viel. Nee, und was ich auf der Gamescom ganz cool fand, ich... Ist... Okay. Ich komme näher dran! Ja. Ich komme näher dran. Ich hoffe, dahinter ist ein Checkpoint, sonst bin ich echt deprimiert. Ja. Nee, was ich auf der... Also wie gesagt, Final Fantasy 7 war das, was mich interessiert hatte und... Das neue Remastered... Ja, Zelda halt. Von Final Fantasy 7 meine ich. Ja genau, ja ja. Ja, sonst Mountain Blade Banner Saga halt. Aber das waren alles 3 Stunden Schlangen. Ach, scheiße. Was war denn das andere? Vielleicht bringen die Mobile so als Promo und so ein halbes Jahr später einen richtigen Teil. Ja, wobei... Halbes Jahr? Nee, ich denke, das wird schon länger dauern, weil der ist ja jetzt schon angekündigt, der kommt auch, glaube ich... Warte, was? Das ist angekündigt? Das habe ich nicht gemerkt. Nein, das Mobile-Game ist ja angekündigt. Ach so, ja, so, klar. Das dauert, glaube ich, auch nicht so lange, bis das kommt. Aber ich schätze mal... Mitte September. Das, es gibt ein Release-Datum. Ja, also gar nicht mal mehr so lange. Und ich schätze mal, wenn, dann wird das wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, bis dann... Na gut. Oh mein Gott! Nee, warte, wir freuen uns nicht. Nein, ich freue mich, dass ich es bis dahin geschafft habe. Warte, der tötet dich! Oh, ja, du hast recht, ich sollte aufpassen. So. Oh Gott, das wird doch hier Arschloch, oder? Okay. Hoch. Schnell, der... Oh nein, den hat sie gebraucht. Den hätte ich gebraucht, oder? Oh, verdammt. Jetzt habe ich es mir selbst versaut. Und schreit. Geronimo!
Den hätte, da hättest du zweimal auf den P-Switch wahrscheinlich springen müssen. Oh, aber wie? Warte, ich wie? Du bist. Damit ich nochmal kurz ausruhen kann. Aber, ich habe immerhin schon mal den ersten Part geschafft. Deswegen, ich muss mich jetzt wieder einspielen. Zwei P-Jumps auf dem, ja. Thwomp. Aber das nächste Mario Kart muss halt ein neues, aber, okay. Aber Mario Kart, das nächste müsste halt einen neuen. Ich hätte. Danach kommt Checkpoint. Ja. Ich fände halt hier noch ganz cool bei Mario Maker, dass du eine Kampagne machen könntest. Also so mehrere hintereinander. Ja, also eine Geschichte. Das halt aufeinander aufbaut, das wäre schon ganz cool. Ich meine, die haben ja. Die Checkpoints sind ja auch erst nachgepatcht worden im letzten. Das ist der erste. Ja. wenn ich jetzt bei dem Thwomp bin, muss ich dann direkt mit ihm mit nach rechts laufen, springen, dass er an mir unter mir vorbeikommt und ich dann denke schon, dass du springen musst und dann nochmal springen musst und dann nochmal auf ihn springen musst. Verstehst du? Ja, ja, aber weißt du, ich komme ja hoch und er ist ja links von mir. So. Jetzt rast er natürlich nach rechts. Muss ich dann rechts auf die Klippe zulaufen, springen und er kommt unter mir durch? Und dann auf den zweiten halt dahinter oder muss ich über ihn springen? Ne, über ihn springen hinterher macht ja keinen Sinn. Dafür bin ich ja viel zu lahmarschig. Also ich schätze mal loslaufen, springen. Ich wünsche mir halt auch nochmal ein schönes 2D-Mario. Ja. Also, ich fand jetzt Odyssey gut. War auch sehr gut, aber ich hätte noch gerne ein richtiges 2D-Mario. Okay, muss ihn locken, vor ihm rennen und springen. Okay, also so wie ich es mir dachte. Ist natürlich jetzt auch wieder eine miese Timing-Frage, weil man jetzt, muss halt den Kram davor immer wieder schaffen. Und dann kann man erstmal wieder testen. Ja. Mein erstes Level hieß Hoffnung. Danach wird es leichter. dann kam nicht der Checkpoint. Ah! Okay. Mario! Mario! Okay. Ich bin. Das ist absolut. Komm schon. So. Und vorbei. Ich springe entweder zu kurz oder zu weit. Ich glaube, das Level ist nichts für dich. Nein, das ist wirklich absurd nicht. So. Ist aber echt knackig. Ah, du hast immer. Ja, ich neige dazu. Zu wenig Sprungkraft. Du neigst dazu, nach rechts zu gehen, wieder, also zurückzugehen. Weil ich mich dann sicher fühle. Das muss ich ablegen. Einmal schräg da vorbei. Ah. Also, wir werden heute nicht mehr zu Dragon Quest PS 2 kommen. Man wächst mit seinen Aufgaben. Jetzt muss ich irgendwie an Alligator denken. Man wächst mit seinen Aufgaben, Ausgaben. Also, es würde dich wahrscheinlich schon motivieren, wenn du wenigstens einmal durch die wenn rote Tür... Wenn ich einmal durch diese rote Tür... Warst du jetzt schon einmal durch die rote Tür? Ja, einmal. jetzt, ja! Ja, aber jetzt kommt der hier. Den verkacke ich, weil ich ja Stress habe. Aber schon mal durch die erste Tür. Ich muss das... Weißt du, letztes habe ich immer kurz... Wusa. Nimm einen Schluck Bier. Komm jetzt, wir müssen übrigens in Zombieland 2. Oh ja, Zombieland 2. Der erste war schon sehr nice. Und passend dazu müssen wir dann, wenn es rauskommt, Zombie Army Trilogy 4 spielen. Ja, aber es kommt ja. Zombie Army Trilogy 4, ja. Habe ich selber gemerkt. Aber wir haben die ersten drei Teile gezockt. Aber ich sag auch Zombie Army Trilogy tatsächlich. Ja, weil wir das als Zombie Army Trilogy gespielt haben. Sehr cooles Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Haben wir auch. Eins meiner Lieblings-Let's-Play. Ja. Resident Evil 5, auch wenn ich ausgerastet bin. Wobei war das nicht das Gute an dem ganzen Teil. Also eigentlich sind wir nur beim Endboss bei Resident Evil 5 ausgerastet.
Aber sonst war es ein sehr gutes LP. Ich habe nie so viel geflucht in meinem Leben. Diese verkackten Hurenboss. Du bist jetzt aber ganz leicht vorbeigeslippt, ne? So das. Das kommt an Resident Evil 5. Nee, Resident Evil 5 war schlimmer. Also, Resident Evil 5 auf nein, PC. Nein, siehst du. Nein, ey, mir tat mein Finger weh, weil ich noch nie in meinem Leben so schnell hintereinander eine Taste drücken musste. Ich glaube tatsächlich, dass ich ein Delay hatte in der Taste wahrscheinlich. Ja, ich habe mir die Finger wund gedrückt, da. Jetzt hab ich wieder. Okay. Ah. First try. Ich bin nur dafür da, damit du dich ausruhst. Ah, verdammt. Boah, wäre ich jetzt sauer, wenn du das. Zieh das eigentlich in der Rangliste jedes Mal als versucht und nicht geschafft bei jedem Tod? Das weiß ich tatsächlich. Weil dann würden wir gerade die 0,95% sehr weit nach unten treiben. Das ist auch echt mies. Der letzte. Direkt auf den Punkt. Okay, ich muss immer am Ende vom P abspringen, weil wenn ich Mitte oder da vorne abspringe, habe ich nachher zu wenig Schwung. Nein, jetzt bin ich in den P gegangen. Und ich hätte gerne auf der Gamescom das Avengers-Spiel gespielt. Stimmt, da habe ich bis jetzt nur einen Trailer von gesehen. Ich habe mir jetzt dieses neue Gameplay angesehen und das sieht ja gar... Also es sieht schon nicht besonders... Also sieht nicht aus, als wäre das Oberspiel schlechthin. Okay. Vorsicht, da kommt dieser Typ. Ach ja, stimmt. Den warte ich jetzt ab. Okay. So. Weißt du jetzt, wie es geht? Also er hat mir einen Tipp gegeben. Man soll ihn anlocken und dann mit ihm springen. Ah, nein! Am besten hoch und direkt nach rechts laufen. Ah. Okay. Zur Entspannung spielen wir gleich noch eine Dark Souls. Nee, Cuphead, wir machen den Drachen. Ja, wir haben den Drachen, ja, den Drachen bei Cuphead. Jetzt ist der Drache auch egal. Okay. Ja, das habe ich jetzt raus hier. Also nicht jedes Mal, aber einige Male. Oh, nee, ich bin zu weit gesprungen. Ja, und dann bist du einmal nach links gegangen. Ja. Er lacht mich aus, ich fühle mich gemobbt. Ich habe mir ja vorgenommen, übrigens beim nächsten Mal, wenn ich zur Gamescom gehen sollte, dann... du kennst doch diese Seitenschläferkissen. Ja. Mit den halbnackten Hentai-Mädchen. Ja. Das nächste Mal, wenn ich mich da... Da gibt es um einiges mehr Stände. Als nein, ich möchte kein Hentai-Kissen von mir, was du mitnehmen kannst. Die kriegst du halt von mir. Ach so, ja, okay. In so einem schwarzen... Du weißt schon, dass deine Freundin Mia heißt. Das heißt, du kriegst es halt von mir. Von mir. Ja, genau. Hab ich schon richtig verstanden. Du kriegst eins. Ach. Ja, es wird noch. Ich gebe mir Mühe. Mal gucken, ob du so lange Motivation hast, uns beim Verkacken zuzugucken. Ich hoffe, du hast die nächsten 2 Tage Zeit. Und ich hab dann vor, wenn diese Leute diese Seitenschläferkissen mit diesen halbnackten Mädchen kaufen, okay, ich einfach angewidert immer neben diesem Stand stelle und die Leute einfach vollkommen bewertend angucke und denke so. Ew. Nein! Ich bin zu früh gesprungen! Aber das ist doch schwer! Du hast gesagt, es wird leichter! Nee, motiviert ist er, okay. Wehe, du hältst das nicht aus, bis wir es geschafft haben. Wir werden dann auch schön... Wir nehmen das ja gleichzeitig auf für den Let's Play-Kanal. Wir werden dein Level dann schön unten verlinken. Und wehe, keiner von euch, der das guckt, versucht dieses Level. Ich will es auch verlinken. Nein. Scheiße, jetzt war ich zu abgelenkt. Ich will Beweisfotos davon, dass die Leute es geschafft haben. Gleich nach dem Checkpoint. Aber bis zum Checkpoint halt nicht. Ich wette, wenn wir das geschafft haben, postet das nächste. Ja, genau. Wenn ihr jetzt noch eine Herausforderung wollt, könnt ihr mal dieses Level hier probieren. Was nur aus Stacheln und P-Switches und... Nein!
zu weit. Aber du kommst immer bis dahin. Das ist gut. Ja, also den ersten Schritt habe ich schon gut raus. Den zweiten ab und zu. Kommt immer drauf an, wie ich irgendwie da abspringe. Oh. Ja, das ist aber... Okay, okay. Boah. Das ist aber gut alles ausgemessen, dass man gerade so da dran kommt. Nein, was ist denn jetzt los? Ich bin jetzt schon ein bisschen... ich will das jetzt schaffen. Okay. Das sind... So, das jetzt. Nein, das war wieder ein bisschen ja, zu viel Schwung. Okay. Ich brauch so einen eigenen Cheerleader, das motiviert zum Anfeuern. Dafür reicht unser Budget noch nicht. Ja. Ah, guckt weiter zu, damit wir uns einen Cheerleader leisten können. Ich brauche mehr Bier. Ich muss gleich dran denken, wenn ich die nächsten Biere hole, dass ich kalt stelle. Oh, verdammt. Hab mir Mühe gegeben. Sehr gut. Das ist so krass, weil es gibt auch Spiele, es gibt auch Level, die in Mario Maker so krass gemacht sind. Zum Beispiel. Nein, jetzt habe ich mich wieder umgedreht. Ich habe mich umgedreht. Es gibt ein Pinball-Level. Es gibt ein Level, was wie so ein Dungeon Crawler ist. Das ist schon ziemlich krass, was die Leute basteln. Ja, die Fantasie der Leute. Genau, Leute, die sind halt kreativ und keine Sadisten. Ohne einen Seitenhieb zu holen. Ohne dass ich erwähne, wen ich meine. Nein, nein, nein. Ja, das ist so schön. Ist so ja. Dumm. Links im Bild, er meint dich. Was? Nein, du, dich mit den Sadisten. Achso, das hat mich irritiert, weil ich links im Bild bin. Ja, ach so, ja, ja gut. Eigentlich bin ich rechts. Ja, eigentlich bist du rechts im Bild. Aber du sitzt links von mir. Genau. Alter Schwede. Okay, so weit, so gut. Der Sprung ist auch easy noch. Das ist auch. Ah! Mami! Oh, ich kann jetzt einen Kollegen von mir nachmachen, immer wenn der irgendwo reintritt oder eine Aufgabe machen muss, die er nicht machen will. Och Mann, och Menno. Und dann musst du dir halt das Lachen verkneifen. Aber es funktioniert aber nicht. Ich würde sagen, es hört sich ein bisschen an wie, och Mann. Och Menno, och nö. Der. Ein Kumpel von ihm ist rechts im Bild. Das ist schon wieder... Das ist gut. Das ist schon wieder ganz cool. In dem Fall bin ich links im Bild und du bist rechts im Bild. Ich will wenigstens einmal zu dem Bomb kommen. Yeah. Okay. Wow. Okay. Da musst du aber auch, glaube ich, wirklich auf dem ersten musst du richtig landen. Ja, sonst hast du verkackt danach. Das ist super angenehm, einfach hier die ganze Zeit. Ja. Ich glaube, du musst auf dem richtigen. Also hättest du das so und so gemacht, ne, dann hätte das ja funktioniert. Ja. Das liegt ja nicht am Level, ne? Das liegt ja immer am Spieler. Es gibt auch tatsächlich bei Mario Maker Level, die sind zum Beispiel vom Celeste-Macher. Echt? Hm? Das ist ganz cool. Von anderen Entwicklern. Ich habe auch echt lange überlegt, ob ich mir das kaufe, weil. Aber ich habe mir so viele Videos gesehen. Dachte so. Nein, der war doof. Der war echt schlecht, das gebe ich zu. Ja, ein bisschen zu lange überlegt. Okay. Und es gibt auch dieses ganz berühmte Mario-Level mit den ganzen. Wo das erste Level von Mario nachgemacht ist mit den Lava. Diesen Drehdingern. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Du guckst doch auf 9Gag auch.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Geschrieben, ich glaube, der mit den kurzen Haaren, also Tim, ist auch ein Sadist. Nö. Oh, doch. So. Ah, es war ein Ticken zu weit. Ein Ticken zu weit. So, Sadist 1 und Sadist 2. Gleich habe ich's. Ich bin kurz vor dem Durchbruch. Nicht. Können die nächste Folge anfangen beim nächsten Checkpoint? Wir haben den. Yes! So. Aber jetzt geht's wahrscheinlich erstmal nicht weiter. So. Der guckt mich schon so seltsam an. Vielleicht, guck mal, warte. Wir analysieren die Situation. Okay. Guck mal, es sind hier Pfeile. Genau. Vielleicht stellst du dich unten. Ist ein Pfeil nach unten rechts? Also als müsste ich hier runterspringen und dann loslaufen. Nein. Ich hätte gesagt, vielleicht besagt der Pfeil, der nach unten geht, du sollst dich da hinstellen und aber dann loslaufen, weil dann triggerst du ihn. Wenn du da hingehst und dann sofort loslaufen und hochspringst, vielleicht hast du ihn dann exakt an dem Punkt ab. Oder ich springe jetzt hoch und auf den Punkt, dann fängt er an und ich laufe sofort nach rechts los. Okay. Klingt das gut? Also ich glaube, ja, ich... Warte, dass du jetzt nach links gehst? Also ich springe und lande genau hier. Und dann laufe ich sofort, wenn ich da lande, los nach rechts. Ja. Oder muss ich noch ein bisschen warten auf den Punkt und dann loslaufen? Das ist jetzt die Frage. Also wir probieren es jetzt mal so. Ich springe dahin und laufe direkt los. Und wenn das nicht funktioniert, dann wissen wir beim nächsten Mal, dass es falsch war. Wir haben ein leichtes Delay. Aber es könnte jetzt so langsam ankommen. Vielleicht kriegen wir einen kleinen Tipp. Ich darf ihn rein. So. Nochmal ein Schluck Bier. Okay, komm, ich versuch's. Ich glaube, jetzt musst du... ein bisschen! Aber ich glaube tatsächlich, dass du nach links... Also vielleicht hätte ich höher springen müssen, sodass ich wirklich so an den Pfeil runtergehe. Dann vergeht noch ein bisschen Zeit, weißt du? Ja. Also, es war ja jetzt nicht so schlecht. Ja. Jetzt muss ich erstmal wieder zu dem Punkt kommen. Ach, verdammt. Was hat er geschrieben? Muss in der Luft ein bisschen zurücklenken. In der Luft? Okay, ein bisschen. Also wahrscheinlich, wenn du... Also wenn ich so springe... Ganz kleine Stelle, das hätte auch... Ja, stimmt. Wenn ich so springe und dann zurück, so. Ja. Okay. Scheiße, das muss ich was... Wir müssen einen Kommentar hinterlassen, wenn wir dieses Level gemacht haben. Ich habe noch nie einen Kommentar hinterlassen. Wir lassen einen Kommentar. Und sagen, der Macher ist ein Sadist. Ja, genau, das ist es. I fucking hate you. Okay, soweit so gut. Jetzt kommt das Arschloch hier wieder. Sieht aber gut aus. Nicht irritierend. Wunderbar aus, sehr okay. Schön. Okay, jetzt gehst du da runter, der ist ja egal. So. Okay. Und dann ein kleines Stückchen zurück. Zu wenig! Aber ich hab's jetzt wenigstens langsam schon mal raus, bis dahin zu kommen. Guck mal, eigentlich, man bekommt immer so Kostüme für sein Mii, wenn man ein Level erstellt. Also, wenn man bestimmte Erfolge entweder in der Geschichte schafft oder wenn man. So Erfolge geschafft, 100 Level geschafft oder so. Bekommt man, wenn man so ein Level geschafft hat, so ein kleines Oberlippenbärtchen? Ja, definitiv. Da krieg ich einen ganzen Vollbart. Es ist halt schwer, wenn man diese Situation nicht so oft üben kann. Also, man muss ja erst immer wieder den ganzen Weg dahin machen. Der jetzt auch ja nicht so leicht ist. Also bestimmt so ein paar Cracks, die würden uns so beim ersten Mal so so von diesem. Ja, gut, es ist. Na, das habe ich mir eine Zeit lang gerne angeguckt. Es gibt dieses es gab mal das Format auf jeden Fall früher, also von dem ersten Mario Maker. Ach, verdammt. Von Videogames Done Quick gab es das, wo sie Speedrunner hingesetzt haben und halt. Die haben dann in Viererteams. Die Mario Maker blind gespielt. Ach, verdammt.
Was halt einen Punkt bekommt für jedes Level, was du abgeschlossen hast. Als erster oder einfach allgemein? Ich glaube allgemein, also da war das nicht so, dass es nicht abgebrochen ist. Der war leicht. Siehst aber sofort, weil du musst immer. Hab schon ein paar Streamer gesehen, die direkt zum Thorn gekommen sind, absolute Cracks. Ja, das kannst du von mir leider nicht erwarten. Aber direkt, also finde ich schon. Ja gut. Hart. Du spielst jetzt gerade das erste Mal den Mario Maker. Ja, stimmt. Ich spiele übrigens zum ersten Mal Mario Maker. Und ich bin scheinbar einfach nur schlecht. Tim ist scheinbar einfach nur schlecht. Aber ja, ich spiele heute zum ersten Mal Mario Maker und bevor wir dein Level jetzt gespielt haben, habe ich 3 Level gespielt. Ja, meins. Genau, das, deins. Run. Das war nur nach vorne laufen. Und, nee. Das war's. Das war's. Okay, ich habe 2 Level davor gespielt, das ist das dritte Level. Okay. Aber müsst ihr... Nein! Mir fehlt gerade einfach, bevor wir spielen. Müsst ihr jetzt nicht eigentlich bald auf der... Dankeschön, ich gebe mir Mühe. Das neue Torchlight kommen? Es gibt auch den kommt ein neues Torchlight? Ja, es ist... das ist so ein Free-to-Play-Ableger. Also der... ist letztes Jahr angekündigt worden. Der sollte, glaube ich, dieses Jahr kommen. Deswegen wundert es mich, dass die jetzt Torchlight 2 nochmal auflegen. Ja, extra für die Switch meinst du, ne? Nee, das wird ja für alle Plattformen aufgelegt. Ach so, neu? Also für überarbeitet? Ich meine sogar, es kommt eine neue PC-Version. Was ich jetzt frech, also ziemlich mies finden würde, weil ich fände schon, dass wenn ich die alte Version habe, dann auch die neue Version kriegen kann. Ja, das hast du ja oft bei... Ah, verdammt. Also, ich meine, ich habe damals Mario gespielt, ne? Also die Mario-Spiele, klar, aber den Mario Maker, den spiele ich jetzt zum allerersten Mal. Und ich bin halt so ein Level-Design wie das hier jetzt einfach nicht gewohnt, weil wenn man die Standard-Mario-Spiele spielt, ist das natürlich irgendwas, was man auch leichter schaffen kann. Den ersten Mario Maker habe ich auch nie gespielt. Ich habe mir den nur gerne angeguckt. Ich habe noch nie Mario Maker gespielt. Ich habe mir oft Videos angeguckt, aber ich habe noch nie einen Mario Maker gespielt. Ich meine, ich finde das hier jetzt auch nicht schlecht, ne? Also so ist es nicht. Ich finde das ganz cool, dass man so eine krasse Herausforderung in einem Mario-Spiel hat, weil man ist es ja von normalen Mario-Spielen nicht gewohnt. Und, aber mir kommt halt irgendwann der Schweinehund raus und will diese Kacke dann auch schaffen. Ja. Okay. Okay, warte, jetzt musst du... Nein! Ich würde gerade sagen, wir müssen die Taktik evaluieren. Also Mario Maker 1 hat er auch nicht, er hatte keine Wii U. Ich hatte eine Wii U... War aber nicht so begeistert von der Wii U und hatte auch nicht so viele Spieler drauf. Ich hatte Monster Hunter und an sehr viel mehr erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht von der Wii U. Ich hatte Xenoblade Chronicles X, ich hatte Mario World, Link's Wind Waker, Twilight Princess. Aber Wind Waker und Twilight Princess waren auch einfach gute Games. Nein, der war doof. Mario Kart. Wonderful One-on-One. Wonderful One-on-One. Das ist ein sehr schönes Spiel, was ich wirklich hoffe, dass es auf die Switch kommt. Ich glaube nicht, weil es sehr auf die Wii U ausgelegt war. Ist von dem Beautiful Joe, ist das so? Oh, Beautiful Joe war ein sehr cooles Spiel. Von den Machern gemacht. Ach, verdammt. Beautiful Joe habe ich sehr gern gespielt. Den ersten Teil habe ich sehr viel gespielt. Den zweiten Teil habe ich, glaube ich, auch gespielt. Kann mich aber nicht mehr so gut erinnern, weil der erste ist irgendwie prägsam an meinem Kopf geblieben. Ich hatte jetzt tatsächlich nur im Kopf, dass es zweite Teil. Doch, das stimmt, es gab zwei Teile. Hast du eigentlich gesehen, dass es auf Amazon. Habe ich das geschrieben? Oh! Dass es eine Phantasy Star Online? Serie, ja. Serie gibt? Die wollte ich mir angucken. Ja. Phantasy Star Online 2 Animated Series heißt die, genau. Glaube ich. Und ich bin ja ein sehr großer Phantasy Star Online Fan. Ich habe damals die ganz alten Phantasy Star Teile gespielt. Dann habe ich sehr viel Phantasy Star Online 2 gespielt, damals auf der GameCube. Fuck, was war das denn jetzt? Nicht auf der Sega Dreamcast, sondern auf der GameCube. Da gab es ja Phantasy Star Online 1 und 2 als ein Spiel so gesehen. Und sehr, sehr viel gespielt, war eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe die GameCube noch bei mir im Keller, also auf dem Dachboden. Nein! Warum bin ich jetzt auf einmal so flott?
Eigentlich wäre das auch noch was. Ich will ja irgendwann noch mal so einen Abend machen, wo man einfach Retro-Spiele macht. Das Problem ist mit dem Capturen. Links mit schreibt gerade, hab momentan 4 Switch-Games, Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Odyssey und Mario Maker 2. Ich muss zugeben, ich habe jetzt ziemlich viele Spiele, also die du genannt hast, bis auf Mario Maker 2 habe ich auch. Und dann habe ich noch Xenoblade Chronicles 2, Cuphead, Dragon Quest Builders 1 und 2, oh Gott, ich komme gar nicht mehr hinterher, was ich alles habe. Ich müsste jetzt meine Switch anmachen. Ich habe das jetzt, also ich habe, die habe ich alle, die jetzt, dann natürlich auch Xenoblade, ach, verdammt. Mario und Rabbids, boah, echt viel. Natürlich Super Smash Bros. Ach, Super Smash Bros. Hollow Knight habe ich. Mario Party. Mario Party habe ich nicht. Du hast Tennis. Ich habe Mario Tennis, genau. Monster Hunter Generations. Ja, haben wir beide, haben wir auch sehr lange gespielt. God Eater 3. Oh ja, God Eater 3. Was ich immer noch hoffe, dass wir es bald mal wieder weiterspielen. Ja, das Problem ist, wir spielen God Eater 3 zu dritt und... Wir sind alle im Schichtdienst. Also mein anderer Kollege, der mitspielt, der arbeitet mit mir zusammen und wenn er Bereitschaft hat, habe ich Tagesdienst und wenn ich dann Bereitschaft habe, hat er Tagesdienst. Ja, und wenn ihr beide frei habt, habe ich Nachtdienst ich oder so. Ja, muss ich arbeiten. Weil God Eater habe ich echt Bock, weil God Eater auf der Switch. Ach, verdammt. Ist schon ziemlich cool und wir haben das, glaube ich, im Juli gespielt. Ja, und wir haben es, ich glaube... Juli? Ist das schon so lange her? Wir haben, ich glaube, direkt 2 Tage in Folge gespielt und haben da auch sehr viel, also wir sind da auch relativ weit gekommen, so ist es nicht, aber es war auch sehr cool, vor allem eben mal so ein Spiel zu dritt spielen. Ja. Wow, was war das denn jetzt? Vor allem ein Switch-Spiel, was im Multiplayer funktioniert. Genau. Wir haben ja auch Splatoon, haben wir beide. Ah ja, genau, Splatoon haben wir beide. Und wir haben jetzt auch vor kurzem Switch. Warum bin ich denn so zur Seite gekickt? Ist das ein Sprung oder 2 Sprünge? Also das will ich jetzt gerne wissen. Ich schätze mal, das müssten 2 sein. Ich meine, das sind 2 Ps. Ja, aber du musst eigentlich schon fast mittig landen, weil du hast ja jetzt gerade gesehen, wenn du seitlich landest... Ja, werde ich nur so zur Seite weggekickt. Okay, was haben wir noch? Also... Ich habe halt auch ein bisschen Schutt auf der... Ich habe auch tatsächlich... Ich habe auch dieses... 2 Sprünge schreibt er, ja. Okay, oh Gott. Ja, das macht das Ganze. Ist dann sinnvoll, auf den ersten oder zweiten Switch zu springen? Ja, genau, muss ich auf das erste, also auf den rechten P oder auf den linken P springen? Beim ersten. Ach, scheiße, ich bin gerade irgendwie... Haben wir mal in die nächste Folge starten? Ja, pass auf, der Stream läuft weiter, wir starten die nächste Folge, die läuft nämlich jetzt schon 47 Minuten und ich komme einfach nicht sehr viel weiter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und für den Stream, es geht ganz normal weiter. Ja.